Reich mal kurz. Naja, auf jeden Fall Energie und Klima. Ist ja irgendwie dein Thema, ne? Ja. Schon. Wie sieht es denn da im Korbach überhaupt aktuell aus? Kannst du uns da mal auf den neuesten Stand bringen? Was ist überhaupt wichtig, wenn wir jetzt über Energie und Klima reden? Ja, Korbach hat sich auf jeden Fall auf den Weg gemacht. Hat die sogenannte kommunale Wärmeplanung angestoßen. Da ist Korbach auch tatsächlich die einzige Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die dazu verpflichtet ist. Aufgrund der Einwohnerzahlen, Städte über 20.000 Einwohner müssen in Hessen eine entsprechende Wärmeplanung aufsetzen. Da ist das Ziel zum einen natürlich die Klimaneutralität und zum anderen aber auch unseren Bürgerinnen und Bürgern eine Idee zu geben, wie zukünftig ihre Immobilien behalten. Da ist Korbach zusammen mit der Uni Stuttgart unterwegs, diese kommunale Wärmeplanung aufzusetzen. Das ist ein wichtiger Punkt, um klimaneutral zu werden. Zweiter positiver Punkt, wie ich finde, und da lobe ich jetzt einfach mal schon mal die Verwaltung. Hallo Linda. Das Projekt Global Nachhaltige Kommune. Das war eine Arbeitsgruppe, auch bestehend aus Naturschutz, Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe, Politik, Verwaltung, Energieversorger war auch dabei, wo wir gemeinsam in mehreren Sitzungen Konzepte versucht haben zu entwickeln, um Korbach nachhaltiger auszustellen. Nach meiner Kenntnis sollen die Ergebnisse im Februar, glaube ich, beschlossen werden. Das war, fand ich persönlich, eine super Veranstaltung über mehrere Abende, wo wir wirklich viel erarbeitet haben. Kleiner Wermutstropfen. Tatsächlich hätte ich mir mehr Vertreter der Kommunalpolitik darin gewünscht. Es waren viele gelistet, aber nur wenige erschienen. Ein bisschen schade. Die anderen waren eigentlich immer da. Was mir nicht so gut gefällt, zugegebenermaßen, aber ich darf ja auch mal Kritik üben, insbesondere wenn ich nichts dafür kann, ist, das erste ist positiv, Korbach ist seit 2009 Mitglied bei den Klimakommunen Hessen. Soweit erstmal so gut. Korbach hat aber bis heute, wie gesagt seit 2009, Korbach hat bis heute weder einen Klimaaktionsplan noch ein Klimaschutzkonzept. Das ist schade, weil aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg sind ca. 20 Kommunen dort Mitglied und die Hälfte davon hat mittlerweile ein Klimaschutzkonzept oder einen Aktionsplan. Und einige Kommunen sind sogar auf den Gedanken gekommen, dieses Konzept oder diesen Plan zu überarbeiten. Total wahnsinnig. Wie gesagt, das haben wir noch nicht und da müssen wir, glaube ich, auch hin, um das große gemeinsame Ziel, was auch politisch und auch, glaube ich, gesellschaftlich ausgegeben ist, nämlich klimaneutral zu werden, umzusetzen. Du hast gefragt, was gut ist, wo wir stehen. Ich glaube, das ist so. Ja. Darüber hinaus würde ich noch gerne in die Zukunft denken. Photovoltaik ist aus meiner Sicht zukünftig auf allen Dachflächen der Stadt Korbach, die es irgendwie statisch ertragen können, umzusetzen. Also da gerne, danke. Auch da, glaube ich, habe ich ein bisschen Erfahrung. Ich bin in 2012 im Winter schon auf dem Korbacher Parkhaus rumgekrochen, nicht, sondern aufrecht gegangen. Aber zumindest mit dem Steiger der EWF hochgefahren und haben wir das zusammen mit einem Gutachter angeschaut und wir wollten dort Photovoltaik aufstellen. Es ist schlicht und ergreifend nachher an den statischen Voraussetzungen gescheitert. Das ist schade. Das ist bei vielen Projekten so, das ist mir bewusst. Das ist auch bei den vier baugleichen Hallen im Korbach. Hellbach, Lengefeld, Rena und Meinringhausen so und auch in Eppe, dass die statischen Voraussetzungen zumindest in der alten Welt mit den konventionellen Technologien nicht funktioniert haben. Also die Dächer waren nicht in der Lage, diese deutliche Mehrlast aufzunehmen. Mittlerweile gibt es aber neuere Technologien, sogenannte Dünnschichtmodule, die deutlich leichter sind und ich bin der absoluten Überzeugung, es lohnt sich, jedes kommunale Dach, jedes Dach der Stadt Korbach neu zu prüfen. Letzte Woche habe ich noch ein Gespräch geführt mit dem Vorsitzenden des Sportkreises. Da ist es mir tatsächlich auch wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir haben auch viele Vereinsheime an den Sportplätzen, wo auch überwiegend keine Photovoltaik drauf ist. Und ich bin der
bin der Meinung, dass diese Baukonstruktion in Lena, haben wir vom Verein ja selber intensiv damals in Eigenleistung mitgewirkt, dass wir die feste Überzeugung, dass diese Baukonstruktion auf jeden Fall Photovoltaik ertragen und aushalten können. Also von daher, Photovoltaik ist für mich ein wichtiger Punkt, um für Korbach im Klimaschutz voranzukommen. Und es hat auch natürlich einen Kostenaspekt, weil die Kilowattstunden, die ich halt auf über eine Photovoltaikanlage erzeuge und selbst verbrauche, die brauche ich nicht beim Energieversorger vor Ort, was dann wieder schade ist, zu beziehen. Das heißt, wir pflastern einfach alle die Dächer von allen öffentlichen Gebäuden mit Photovoltaik und dann gucken wir das mit dem Klimawandel super? Nein. Das habe ich nicht gesagt. Ach so, also, das habe ich nicht gesagt. Also, das wird ja sehr gerne oftmals auch polemisch rübergebracht, das eine sei die Lösung, und zwar die Lösung, die großgeschrieben, oder das andere. Das ist schlicht falsch. Das ist aus technischer Sicht schlicht falsch. Es gibt nicht die Lösung. Klimaneutral zu werden für eine Volkswirtschaft, und nicht weniger reden wir ja. Wir reden ja davon, Deutschland bis 2045 klimaneutral aufzustellen. Das heißt, keine fossilen Energieträger mehr. Und das geht nicht mit Photovoltaik, das geht nicht mit Windenergie, das geht nicht mit Biomasse und es geht auch nicht mit Biothermie. Das geht mit der Zusammenwirkung dieser aller möglichen zur Verfügung stehenden Technologien. Damit geht es, aber es geht nicht halt isoliert mit einzelnen Technologien. Und im Landkreis sind wir ja, Tim, noch etwas ambitionierter unterwegs. Wir haben uns dort das Ziel gesetzt, bis 2035, also 10 Jahre eher, als die Bundeszielvorgabe klimaneutral zu werden. Ist für mich gar nicht so relevant, ob wir das tatsächlich schaffen, 35, wenn wir 2038 schaffen oder wenn wir auch 2046 soweit sind, dann ist es eben so. Aber wir müssen halt mit deutlich größeren Schritten loslaufen, als was die letzten 20 Jahre gemacht haben. Wir haben in 2011 einen Klimagipfel in Hessen gehabt. Dort wurde gesagt, bis 2050 wollen wir Hessen klimaneutral werden. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder in Rage rede. Bis 2050. Das hat super für 3 Jahre funktioniert und dann ist die Motivation dramatisch nach oben gegangen. Mittlerweile, glaube ich, hat es nahezu jeder verstanden, dass es an der Klimaneutralität kein Weg vorbeigeht. Und von daher habe ich den Eindruck, dass die Dynamik und der Drive, der jetzt in der ganzen Thematik drin ist, länger anhalten wird. Und das muss auch so sein. Also von daher, das Ziel ist, klimaneutral zu werden. Und zwar nicht nach Kirchturmdenkensprinzip, ich will mein klimaautarkes, mein klimaneutrales Dorf haben. Das war vor 20 Jahren hip und en vogue. Bioenergiedorf Jünde als Beispiel in Niedersachsen. Hat man sehr viel dran gelernt. Keine Frage, waren super Projekte. Aber das ist nicht das Ziel, wie wir eine gesamte Volkswirtschaft klimaneutral kriegen können. Wir müssen die Energien ausbauen, dort wo sie sind. Und dazu gehört auch, dass der ländliche Raum tendenziell dann etwas mehr ausbauen wird als ein Ballungszentrum. Das ist einfach so, weil wir bei uns die Flächen haben. Wie sieht es denn aus mit konkreten Maßnahmen? Was ist da gezielt in Korbach sinnvoll? Ja, Dachflächen hatte ich gesagt. Parallel dazu sind wir mit der GWS auch in einem Projekt unterwegs, um über Nahwärmekonzepte konkret nachzudenken, also nicht die relativ theoretische kommunale Wärmeplanung, die ich eingangs nannte, sondern tatsächlich schon wirklich im Reallabor an Mehrfamilienhäusern Wärmenetze, Wärmekonzepte umzusetzen. Das ist schweißtreibend, da müssen sich auch viele Player bewegen, da muss man auch dann an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch welche über den Schatten springen, aber anders geht es nicht. Also wir müssen zum einen groß denken, das habe ich gesagt, 2045 steht nicht über allem, aber ist ein großes Ziel, 2035 bei uns im Ballet Frankenberg. Und darüber hinaus müssen wir halt im Kleinen schauen, und jeder Einzelne muss eigentlich auch schauen, was er tun kann. Also es gibt ja auch privat viele, viele Dachflächen, die grundsätzlich geeignet sind für Photovoltaik, aber auch schlicht und ergreifend noch nicht belegt sind. Und auch da kann viel getan werden. Das kann dann wiederum nicht die Stadt machen, da muss dann Privatinitiative sein, aber auch da ist viel möglich. Danke. Gibt es zu diesem Themengebiet Energie- und Klimafragen aus dem Publikum? Hier hinten, wir haben ja auch das Mikro, das wir gerne rumgeben. Stefan Ahl, Geschäftsführer VW, kennt sich ja mit Windkraftanlagen aus.
Habt ihr schon mal gesehen, ja. Genau. Und wenn Bürgermeister ist, wie denn das Verhalten dann aus gegenüber Windkraftanlagen? Also letztendlich läuft da noch eine Klage gegen den Regionalplan. Werden wir unter deiner möglichen Bürgermeistertätigkeit weiter aufrechterhalten? Und würden Windkraftanlagen um jeden Preis gebaut oder was ist mit welchem Lied bei Goldhausen? Und das aus deiner Sicht kann man die Goldhausen das antun? Man mag sich ja gar nicht mehr wegen der Energiekrise das anzusprechen, aber trotzdem, meine Meinung ist, man kann nicht alles auf der Welt an allen Stellen Windmühlen bauen. Das ist unzweifelhaft zu machen. Da bin ich vollkommen bei dir. Und das ist auch nicht die Fragestellung. Erstmal, ja, die Stadt Korbach hat ein Normkontrollverfahren zusammen mit drei anderen Kommunen, die teilweise mittlerweile ausgestiegen sind und auch willig mit aussteigen. Kriegen den Regionalplan angestrengt. Aus meiner, wie gesagt, immer unjuristischen Sicht, nur Elektriker, aus meiner Sicht war dieser gesamte Klageprozess damals zum Scheitern verurteilt. Weil das Regierungspräsidium hat an der Stelle nicht mehr oder nicht weniger gemacht, die vier klagenden Kommunen an der Nase durch einen Ring durch die Manege zu führen. Zeit zu gewinnen, um durch eine weitere Auslegung, du kennst die dritte Offenlage, durch diese dritte Offenlage die Formfehler, die in der zweiten Offenlage geschehen sind, zu heilen. Das ist jetzt vom Tisch und von daher wird die Klage schlicht und ergreifend keinen Erfolg haben. Ob Korbach die aufrechterhält oder nicht. Ich selber sage, weil ich die Sachverhalt für mich einschätze, ich hätte, wenn ich es hätte entscheiden sollen, als Verantwortlicher in Korbach, die Klage anstrengend aus politischen Gründen, weil man von der Bevölkerung dazu gedrängt wird, auf politischen Ebenen, nachvollziehbar. Aus sachlichen Gründen hätte die Klage aus meiner Sicht nicht eingereicht werden sollen, weil es einfach nur Geld gekostet hat. Das ist das eine. Das andere, die Flächen im Regionalplan, für die, die es nicht wissen, der Teil im Regionalplan Energie ist das übergeordnete Planungsinstrument für den Regierungsbezirk Kassel. Dort sind sogenannte Windvorrangflächen ausgewiesen und in diesen besteht faktisch, sofern alle sogenannten öffentlich-rechtlichen Belange eingehalten werden, Baurecht für eine Windenergie. Das hat die Stadt Korbach auch gelernt, weil das rechtswidrig versagte Einvernehmen in einem Projekt, was ich zufällig betreut habe, und so steht es im Bescheid drin, das rechtswidrig versagte kommunale Einvernehmen der Stadt Korbach wurde durch das Regierungspräsidium Kassel ersetzt. Wir sind ein Rechtsstaat und die Flächen im Regionalplan liegt nicht die Stadt Korbach fest und liegt schon gar nicht der Bürgermeister fest. Das macht die Landesplanungsebene. Und das sind im Zweifelsfall die Ansprechpartner. Nicht der Bürgermeister. Ich, wenn ich der Bürgermeister wäre, habe mich auch an Recht und Gesetz zu halten. Wie alle anderen im Übrigen auch. Das erwarten wir auch von allen anderen. Ob welchen Lied Windenergieanlagen nun gebaut werden oder nicht, das weiß ich nicht. Weil das ein Projekt ist, auf das ich keinerlei Einfluss habe. Als Geschäftsführer der VW, das, so hast du mich angesprochen. Und demzufolge habe ich auch keinerlei Kenntnis über das Projekt. Außer das, was ich in der Zeitung lese. Deswegen kann ich da nicht wirklich Sinnstiftendes weiter zu ausführen. Gibt es noch eine Frage zu diesem Themenblock? Da kommt das Mikro schon. Wie sieht das denn hier aus mit Speichermöglichkeiten? Gibt es da irgendwelche Ideen zu? Weil ich sag mal, ich habe jetzt eine Photovoltaikanlage auf meinem Betrieb und produziere ungefähr das Doppelte von dem, was ich verbrauche im Jahr, muss aber die Hälfte dazu kaufen, weil es halt zu ungünstigen Zeiten ist. Jetzt habe ich mir so gedacht, rein theoretisch könnte man ja auf Stadt- oder kommunaler Ebene größere Speicherkapazitäten schaffen, die dann eben die Spitzen so ein bisschen rausnehmen und anderweitig nutzen. So, jetzt können wir einen kleinen Exkurs machen in die Regulatorik der deutschen Energiewirtschaft. Wie lange Zeit haben Sie heute und morgen? Also wir schaffen es tatsächlich vor dem nächsten Hauptrundenspiel Handball fertig zu sein. Nein, Spaß beiseite. Das sind keine trivialen Fragen, das muss man ganz klar dazu sagen. Also der Gesetzgeber, ich gucke wieder nach Berlin, weil da sitzt der. Der Gesetzgeber schafft es, von Jahr zu Jahr die Regelung komplexer zu machen und zu vereinfachen. Im Moment ist die Situation an der Kommune ist momentan
bei einer Rolle als Speicherbetreiber schlicht und ergreifend raus. Der Energieversorger könnte es machen, dann aber auch nicht als Netzbetreiber, sondern als Vertrieb in Anführungsstrichen. Tatsächlich gucken wir uns momentan verschiedene Konzepte an, um an einzelnen Umspannwerken bei uns im Versorgungsgebiet gegebenenfalls einen Batteriespeicher einzusetzen, der halt genau diese Effekte dann ausnutzen soll. Das scheitert oftmals halt an wirtschaftlichen Erwägungen, weil Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie die Energie in den Speicher hineinschieben, zahlen Sie das sogenannte Netzentgelt, Netznutzungsentgelt. Speichern Sie die Energie wieder aus, zahlen Sie das Netzentgelt. Das heißt, Sie haben dann auf einen Schlag die doppelten Kosten rein für die Netznutzung. Das sind regulatorische Probleme, die sind nur in Berlin zu lösen tatsächlich, nur in Berlin zu lösen. Ich habe letztes Jahr, vorletztes Jahr war schon, kannst dich vielleicht erinnern, ich habe gerade meine Lebensgefährte angeguckt, da waren wir beim VDE in Kassel. Dort trug wortreich vor ein Referent aus Österreich, der wirklich sehr enthusiastisch schilderte, wie eine Freiflächenphotovoltaik in Österreich gebaut habe und einzelne Kunden hätten wahlweise 3, 4, 5 Module kaufen können und die Energie aus diesen Modulen zu Hause bei sich nutzen. Und er sagte, unglaubliches Projekt, wahnsinniger Run drauf, wahnsinnig schnell ausverkauft. Daraufhin habe ich dann ganz vorsichtig die Hand gehoben, habe mich als Vertreter eines deutschen Energieversorgers zu erkennen gegeben und habe ihn gefragt, oder habe ihm erstmal gesagt, dass ich die österreichische Regulatorik gar nicht kenne, die deutsche so ein bisschen. Ich sage, aber glaubte er, dass das in Deutschland auch möglich wäre bei unseren gesetzlichen Vorgaben? Das war eine geschlossene Frage und da kam die Antwort nein. Das heißt, wir sind so kompliziert unterwegs, das ist eine Katastrophe. Sie können als Privater jederzeit einen Speicher in den Keller setzen und dann die Energie da einschieben und dann halt auch nutzen nach Können und Vermögen. Das funktioniert, da gibt es auch wenig Hemmschuhe. Alles, was dann das öffentliche Netz direkt berührt, wird kompliziert und unter Umständen auch teuer. Aber wir sind da tatsächlich dran. Ist nicht gelogen, morgen früh um 9 Uhr ein Gesprächstermin, wo es genau um das Thema geht. Aber damit wir morgen nicht mehr hier sitzen, würde ich dich gerne mal ein bisschen ausbremsen. Kommen wir nämlich mal zum nächsten Thema. Da geht es um Ehrenamt, Kultur und Sport. Also ein sozial sehr wichtiger Themenkomplex. Sozial sehr wichtig in Korbach und in Ortsteilen sind auch die Vereine. Wie sieht es denn mit der Vereinslandschaft in Korbach aus? Bist du damit zufrieden, Stefan? Das ist eine geschlossene Frage, ja. Möchtest du noch weiter ausführen? Ja, möchte ich. Das gerne. Wir haben 297 Vereine in Korbach. Meine Schwester kann das mal nachzählen. Und egal, ob es Sportvereine sind, Musikvereine, das ist die Vorsitzende vom Musikverein Bremen e.V., Theater, die Freilichtbühne, Vereine für Brauchtum wie die Schützengilde, Kunstverein, der hier unten im Haus auch regelmäßig Ausstellungen hat, Feuerwehr oder Kirche oder DRK. Alle leisten einen unglaublich großen Beitrag für das Gemeinwesen in unserer Stadt und das überwiegend ehrenamtlich. Das ist eine ganz, ganz große Leistung und denen kann man nicht oft genug und nicht tief genug Respekt zollen. Ja, das gilt es tatsächlich auch weiterhin zu fördern. Zum einen durch zur Verfügung stellen von Übungsräumen, sofern die Vereine keine Räume haben. Zum anderen auch, dass wir die Sportstätten zur Verfügung stellen und gegebenenfalls auch durch weitere Maßnahmen, Unterstützung bei Förderung oder Ähnlichem. Da, die Stadt Hellesheim hat da ein sehr interessantes Konzept. Die haben einen sogenannten Vereinsförderer, der als der Ansprechpartner für die Kommunen dient. Ob wir sowas umsetzen können, vor allen Dingen auch umsetzen müssen, das weiß ich zugegebenermaßen nicht, weil unser Sozial- und Kulturamt macht einen sehr, sehr guten Job. Das sage ich nicht nur, weil ich da verschiedene Leute kenne. Tatsächlich, bitte. Gerade bei dem Thema von Förderanträgen unterstützen die unglaublich die Vereine. Das ist ganz toll. Und da würde ich gerne in den Austausch gehen, auch mit den sozialen Kulturen, wie wir uns unter Umständen da noch verbessern können. Ja, weiterer Punkt, über den man nachdenken könnte, wäre tatsächlich, ob man eine Sportentwicklungsplanung aufsetzt, wie zum Beispiel Felsberg, woraus man dann ableiten kann, wo stehen wir derzeit mit unseren
Sportanlagen und wo wollen oder wo müssen wir hin? Und auch das, was in Hunsbeck umgesetzt wurde im Rahmen dieses lebendige Zentrumprogramms, nämlich ein Haus der Vereine und für Vereine, die eben kein Vereinsheim haben, keinen Übungsraum haben, halt die Möglichkeit zu schaffen, diese Räumlichkeiten zu nutzen, auch das kann man diskutieren. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, aber wir sind da tatsächlich, das glaube ich fest an, sehr, sehr gut aufgestellt. Wie sieht es denn kulturell aus im Jahr 2023? Was war da so dein persönliches Highlight in Sachen Kultur? Vom zeitlichen Aufwand her das AKF, weil da war ich tatsächlich alle 4 Abende. Beim Hansefestival war ich 2 Tage. War auch super, fand ich ganz toll. Und was mich wirklich am meisten beeindruckt hat, weil es so noch nicht in Korbach war, war das Chorfestival. Wirklich schwer begeistert war, wie viele Chöre landkreisweit dort zusammengezogen wurden und musiziert haben. Und das Rudelsingen ist das, glaube ich. Ne? Das Rudelsingen zum Schluss fand ich Wahnsinn. Also ich singe gerne, aber ich singe nicht gut. Und von daher war das ideal, mich da hinter irgendwelchen Leuten zu verstecken in der Klasse. Ein weiterer Punkt, ein weiteres Event, was ich noch ansprechen möchte, auch wenn das jetzt nicht direkt Kultur ist, das war das Nightwork. September war das, glaube ich, ne? War nach deinem Geburtstag. Wo ich wirklich mehrere der Veranstaltungsorte besucht habe. Ich habe nicht alle geschafft. Das war Wahnsinn, was da an Aufwand getrieben wurde. Vor allen Dingen für nur so wenige Stunden. Das muss man sich ja auch, überlegen. Das war die Freitagnachmittag los und ab 10 oder 11 war dann Afterwork-Party. Da war ich nur eine halbe Stunde. Aber das war wirklich super und ich fand es fast schade, dass so ein großer Aufwand getrieben wurde für so eine tolle Veranstaltung. Also da muss ich wirklich sagen, das schreit danach, dass das wiederholt wird. Und das soll ja auch, soweit ich weiß, auch so sein. Da hattest du ja schon mal einige Highlights im Jahr. Aber wie sieht das denn generell aus? Tut die Stadt da genug, da das meiste rauszuholen oder kann man da, steckt da vielleicht noch mehr Potenzial? Ich glaube, wir tun da sehr, sehr viel. Vielleicht kann man, oder man kann darüber nachdenken, ob man die Veranstaltung noch intensiver bewirbt, weil es ist schade, wenn die Veranstaltung, ob das jetzt Theater oder auch Konzerte oder Vorträge sind, wenn die halt, wenn da viele Stühle leer bleiben. Ich würde mir da wünschen, dass wir so eine ähnliche Situation öfters haben wie hier, dass Stühle nachgeholt werden müssen. Das wäre toll. Also von daher glaube ich, das ist sicherlich ein Aspekt, wo man sagt, das macht Sinn. Wenn ich auf keinen Fall will, ist auch billiger Verhältnis natürlich. Das kann keiner wollen. Naja, wie gesagt, glaube ich, da sind wir gut aufgestellt. Mit zusätzlichen Bewerben kann man sicherlich auch noch einfach das Interesse permanent wecken. Und vielleicht besteht auch die Möglichkeit unter diesen Pop-Up-Stores, die ich unter Stadtentwicklung mal erwähnt habe, dass das halt auch mit da eingebunden werden kann, um halt auch Künstlern die Möglichkeit zu geben, Traffic in die Fußgängerzone zu ziehen. Wie sieht es im Bereich Sport aus in den Vereinen, aber auch außerhalb der Vereine? Hast du da Ideen, da vielleicht die Leute mehr vom Sofa zu holen und irgendwie ein bisschen zu aktivieren? Ja, es ist wichtig, weil doch die Playstation. Ja, wissen wir alle, Gesundheit, ne? Ich habe da auch jemanden zu Hause sitzen, der ist aber in Gott sei Dank in der Lage, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Spielt wahnsinnig gerne Fußball. Entschuldigung, dafür werde ich büßen müssen. Das ist halt ich spiele wahnsinnig gerne Fußball und glücklicherweise nicht nur an der Playstation, sondern genauso gerne live. Und das ist gut. Und da müssen wir tatsächlich versuchen, die jungen Leute auch in die Bewegung zu bekommen. Vor dem Hintergrund finde ich diese Autohalle, diese Freilufthalle, die Bürgermeister Friedrich in der Haushaltssitzung auch ansprach, finde ich einen interessanten Ansatz. So etwas zu machen. Man verbindet 2 angenehme Aspekte. Man ist an der frischen Luft, betätigt sich dort idealerweise sportlich und hat trotzdem ein Dach über dem Kopf. Also das finde ich eine gute Idee. Was sowas kostet, keine Ahnung. Wie es angenommen würde, auch nicht. Aber sollte man auf jeden Fall mit den Vereinen diskutieren. Ja, und darüber hinaus fände ich so ein Fahrradparcours ganz schick. Insbesondere, weil wir haben jetzt den Green Trail vor der Haustür im Eisenberg. Und warum das nicht verbinden mit einem Fahrradgeschicklichkeitsparcours für die Jugend? Ja. Ich
glaube, dann ist es schon an der Zeit, nochmal den Blick durchs Publikum schweifen zu lassen. Gibt es jetzt zu diesem Themenblock noch Fragen? Ja, da hinten sehe ich eine. Wo ist unser Mikro? Dankeschön. Genau, einmal ganz durch. Ja, hallo, ich habe eine Frage zum Theater. Wir sind seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren Theater-Abo. Und ich bin ein bisschen traurig, wenn man sieht, wie wenig Zuschauerinnen mittlerweile nur noch da sind. Das ist so stark zurückgegangen. Früher kriegte man ja kaum ein Abo. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das Ganze dann irgendwann mal einschläft. Ich finde es auch für die Schauspielerinnen sehr, sehr schade. Gibt es da Ideen, wie man das wieder beleben kann, wie man da die Reihen füllen kann? Das wäre mir auch sehr am Herzen, weil ich finde, das ist eine tolle Sache, dieses Theater oder diese Theatersaison, die wir immer haben hier. Das hatte ich gedanklich tatsächlich eben in meinen Ausführungen zusammengefasst, dass wir die kulturellen Veranstaltungen in Korbach intensiver bewerben müssen. Und ist es nur das Bewerben oder kann man noch mehr machen? Genau. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Man kann auch darüber nachdenken, ob man unterschiedlichste Klientel, Interessengruppen aus dem Ehrenamt gegebenenfalls mal mit Freikarten bedenkt, damit wir halt die Veranstaltungsräume vollkriegen. Das ist sicherlich wichtig, weil wir haben vollkommen recht, die Kosten sind noch da. Und vielleicht hat man darüber die Möglichkeit, mehr Publikum zu ziehen. Das ist ein Aspekt, den man auf jeden Fall denken kann. Und wenn es einem gut gefallen hat, kommt man ja vielleicht auch wieder. Das ist immer so, ja. Danke für die Fragen. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Das ist jetzt Thema 6 von 8 und es lautet Bildung. Wir haben viele Schulen in Korbach. Glaubst du, die werden alle die nächsten 5 Jahre überstehen? Das hoffe ich tatsächlich, ja, auch wenn die Stadt Korbach nicht der Schulträger ist und nur bedingt halt Einfluss nehmen kann, halt auch auf den Zuschnitt der Schulbezirke. Selbst komme von einem Ortsteil, der hat das Vergnügen gehabt, glaube ich, die letzte Schule im Ort zu haben, die zugemacht wurde, als Grundschule. Also auch da haben wir leider von der Erfahrung mitgemacht. Im Moment glaube ich, dass das Gymnasium zuvorderst mit dem WG und den beruflichen Schulen, aber halt auch mit so Grundhaupt- und Realschulen gesicherte Standorte sind. Und ohne Grund investiert der Landkreis viel, viel Geld jetzt am Standort Berliner Schule, was mir der einen Seite ein bisschen wehtut, weil da habe ich 4 interessante Jahre verbracht. 5. Aber auf der anderen Seite natürlich ein neues, wunderbares Gebäude entsteht, hochenergetisch optimiert mit Wärmepumpe, was sicherlich auch lange dann halt noch betrieben wird. Und von daher glaube ich, dass wir diese Schulen einschließlich des Vorbildseminars weiter in Korbach haben werden. Ich möchte aber tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen und möchte eher an mehr denken. Das mag gierig sein, aber sei es drum. Im Frühjahr letzten Jahres gab es einen Zeitungsbericht, wo der Bart Aroser Bürgermeister zusammen mit Vertretern der Technischen Hochschule Mittelhessen einen Artikel hatte, wo darüber nachgedacht wurde, gegebenenfalls eine weitere Zweigstelle, so nenne ich es jetzt einfach mal, der Technischen Hochschule Mittelhessen im Landkreis Waldeck-Frankenberg anzuordnen, nämlich in Bad Arolsen. Also wir haben momentan einen Standort in Frankenberg, einen in Bad Wildungen und dann wäre ein weiterer dann halt im nördlichen Bereich. Reflexartig habe ich sofort gedacht, warum denn nicht Korbach? Bei Lichte betrachtet spielt es auch, glaube ich, gar keine so große Rolle, ob so ein Standort in Korbach oder in Bad Arolsen entsteht. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass er entsteht, damit unsere jungen Leute halt eben nicht zwingend zum Beispiel zum technischen Studium nach Aachen müssen, weil sind sie erstmal länger aus der Region weg, jetzt unter Umständen auch schwierig, sich später als Fachkräfte wieder zurückzugewinnen. Und das ist ein Punkt, der liegt mir sehr am Herzen. Ich glaube, Frankenberg und Bad Wildungen bei der Technischen Hochschule Mittelhessen sind sehr, sehr gut angenommen. Und ich glaube auch, dass ein weiterer Standort in Frankenberg der gesamten Region nur gut tut. Das wäre wirklich ein Projekt, wo ich wirklich sehr stolz wäre, wenn wir das irgendwie nach Nordhessen, nach Nordwaldeck, Frank, nach Nordwaldeck, nach Waldeck bekommen könnten. Gehen wir nochmal im Lebensalter einen Schritt weiter zurück
und schaut mal auf die Kindergärten und Kitas in Korbach. Da wurde gerade eine neue gebaut im Kindergarten. Haben wir denn überhaupt genug Plätze für die Kleinsten? Also nach meiner Kenntnis haben wir in der Tat die sehr gute Situation in Korbach, dass wir keine Warteplätze haben für Kindergärten. Keine Warteliste haben für Kindergärten. Weil in der Vergangenheit wahnsinnig viel getan wurde. Du hast gesagt, wir haben die letzten Jahre mehrere Kindergärten gebaut. Der letzte in Betrieb genommen ist Tante Käthe. Mein Ringhausen wird dieses Jahr auch in Betrieb genommen werden. Der Strother Wald Kindergarten ist zumindest inoffiziell in Betrieb. Ich war da jetzt mal auf meiner Geburtstagsfeier im Sportlager. Da zeigte mir einer der Sportler mit Freude strahlend die Unterkunft der Kinder in der Gästekabine. Wo ich gesagt habe, das wird sicherlich nicht dauerhaft so sein, sondern da wird mutmaßlich noch ein Gebäude kommen. Aber auch da ist faktisch ein neuer Kindergarten entstanden. Also bei den Kindergartenplätzen, bei den Kindergärten sind wir, glaube ich, in Korbach sehr, sehr gut aufgestellt. Da hat die Politik wirklich viel gemacht. Da hat auch das Sozial- und Kulturamt sehr, sehr viel gemacht. Und da ist ja vorausschauend geplant worden und das umgesetzt worden. Also großes Lob an alle, die daran beteiligt waren. Ich weiß ausdrücklich nicht. Wenn wir mal ins andere Lebensalter überspringen, und zwar zu den Senioren. Das ist jetzt ein weiter Schritt, aber trotzdem. Gibt es da für Senioren und Seniorinnen genug Angebote in Korbach? Wie sieht es vor allem auch mit der Mobilität aus? Wenn man vielleicht nicht mehr Auto fahren kann, wie kommt man da noch von A nach B? Ja, der ÖPNV und auch unser Stadtbus, den gilt es natürlich dringend weiter so zu erhalten und falls möglich sogar auszubauen. Auch wenn das natürlich alles mit intensiven Kosten verbunden ist. Aber Mobilität ist wichtig und sowohl in der Stadt als auch auf dem Ortsteil geht ohne Auto relativ wenig bei uns in der Region. Das ist einfach so. Von daher ist der öffentliche Personennahverkehr ganz, ganz wichtig und muss dringend so aufrechterhalten werden. Das schon. Zum Angebot an unsere Senioren, zum Beispiel auf dem Ortsteil, ist es oft so, dass es dort ehrenamtliche Aktionen gibt, sei es Seniorennachmittage, auch zum Beispiel über das DRK. In der Stadt haben wir auch die schon eben angesprochenen vielfältigen Kulturangebote, die natürlich auch für Senioren zugeschnitten sind. Gegebenenfalls, oder anders angefangen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich jetzt gelesen habe, dass wir wieder mal in 24 die Kinder-Uni durchführen. Das ist jetzt zwar nicht um die Altersklientel, die du ansprachst, dass wir in 24 wieder Kinder-Uni machen, weil meine Kinder sind da, auch wenn sie jetzt zu alt sind, sehr, sehr gerne hingegangen. Finde ich toll. Und ich weiß von anderen Städten, die auch sogenannte Senioren-Unis in einem ähnlichen Format, allerdings dann natürlich nicht kindgerecht, anbieten. Und das wäre auch etwas, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken, so etwas halt für unsere Senioren anzubieten. Dann blicke ich wieder in die Runde. Gibt es zum Thema Bildung, Senioren, Jugend noch Fragen? Ich sehe nicht, dann gehen wir einfach direkt weiter zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 7, Verwaltung und Digitalisierung. Als Bürgermeister ist man ja quasi auch ein Arbeitgeber. Wie würdest du das sehen? Wie kann die Stadt dafür sorgen, dass sie als Arbeitgeber konkurrenzfähig bleibt? Ja, zum einen, das meine ich ernst, auch natürlich, weil verschiedene Mitarbeiter des Rathauses hier sind. Wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter in der Verwaltung. Das ist, oder im Rathaus, im Stadtkonzern. Diese müssen wir alles dafür tun, dass wir diese halten, auch durch permanente Weiterbildung. Darüber hinaus glaube ich, ist es auch in einer, ich mag den Begriff Verwaltung eigentlich gar nicht mehr so, weil der ist letzten Endes angestaut. In einem Service Center für die Bürger mehr in Projekten zu denken, in Projekten zu arbeiten, das agile Arbeiten zu fördern, flexibel arbeiten mit Homeoffice intensiver anzubieten, möglich zu machen. Natürlich müssen die Aufgaben vor Ort auch immer erfüllt sein. Also das sehe ich bei meinem Arbeitgeber aber derzeit auch. Wir haben, das ist das Einzige, was Corona positiv aus der Corona-Situation hervorgegangen ist,
dass sich viele Unternehmen, und da ist mein jetziger Arbeitgeber auszubieten, auch einer von sich deutlich flexibler dort aufgestellt hat, der sich mehr anbietet. Und das ist etwas, wo ich umgekehrt jetzt nicht verstehe, warum dann Großkonzerne sagen, sie wollen ihre Mitarbeiter wieder ins Haus holen. Aber muss ich nicht verstehen. Sei es drum. Also zusammenfassend, ich würde mir wünschen, dass wir zukünftig im Rathaus, so es denn möglich ist, mehr in Projekten arbeiten, mehr agiles Arbeiten fördern, flexibles Arbeiten, die Eigenverantwortung deutlich stärken, weil das ist etwas, was ich halt auch in Gesprächen mit jungen Kollegen zusehends realisiere. Da stelle ich leider fest, dass ich mit 50 auch nicht mehr der Jüngste bin. Dass Eigenverantwortung den jungen Mitarbeitern oftmals sehr, sehr wichtig ist. Und am Ende des Tages ist es der Bürgermeisterschule. Von daher spielt es auch keine Rolle. Deswegen kann man den jungen Leuten auch Eigenverantwortung übertragen. Das sollte man auch tun. Also kein klassischer Obstkorb, um die Bewerber zu locken? Wenn die Mitarbeiter, bin ich jetzt überfragt, ob im Rathaus tatsächlich das klassische Mitarbeiter-Benefit vor 15 Jahren, nämlich der Obstkorb, ob es den gibt. Wenn jemand einen Apfel haben möchte, soll er den auch gerne kriegen. Ja. Zum Thema Digitalisierung, da ist ja der Glasfaserausbau Thema. Neben dem 5G an jeder Milchkanne werden wir dann auch das WLAN-Zeichen auf jeder Milchkanne sehen. Das kriegen wir mit Glasfaser ja nicht hin, aber Frau Merkel hat gesagt, wir brauchen das ja nicht. Ist Frau Merkel an der Stelle nicht mehr im Amt. Natürlich brauchen wir 5G an jeder Milchkanne, definitiv. Und darüber hinaus brauchen wir in der Zukunft auch Glasfaser in jedem Haushalt. Da ist ja nach langen Prüfungen und Überlegungen, insbesondere des Digitalisierungsbeauftragten Andi Briel, der ist heute nicht hier, ich habe ihn schon besucht, gibt es ja jetzt ein Konzept mit einem Dienstleister, mit einem Anbieter, das ist die unsere grüne Glasfaser, die ja angekündigt hat, auch in der Dezemberveranstaltung, in der Infoveranstaltung hier in diesem Raum, in einem ersten Ausbauschritt Korbach-Kernstadt und drei Ortsteile, nämlich Lengbach, Lengfeld und Rena, mit Fiber to the Home, also Glasfaser in jedes Haus, zu versorgen. Auf mehr oder weniger penetrante Nachfragen, unter anderem von mir, was erste Ausbaustufe heißt, nämlich, wie Sie wissen, haben wir 14 Ortsteile und nicht nur 3. Was mit den anderen 11 Ortsteilen sei, ob es noch eine zweite, dritte oder vierte Ausbaustufe gäbe, was sich dahinter verbirgt, ob wir für jeden Haushalt mit Glasfaser tatsächlich dann anschließen werden in den nächsten Jahren. Ja, war man eigentlich nur ausweichend. Ich habe dann aber mich nicht mehr getroffen, um weiter nachzuhaken. Also von daher ist das eine Baustelle, die gilt es halt tatsächlich von Seiten, und zwar unabhängig davon, wer Bürgermeister wird, sondern eigentlich auch noch vorher, insbesondere vor Amtsantritt eines neuen Bürgermeisters, das gilt es tatsächlich mit dem Dienstleister UGG von Seiten des Rathauses aus meiner Sicht zu klären und darauf hinzuwirken, dass wir einen flächendeckenden Glasfaserausbau in Korbach erwarten. Da gibt es dann auch noch wiederum eine Rückfallebene gemäß Koalitionsvertrag des Landes Hessen, wo die Regierungskoalition reingeschrieben hat, sofern ein eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht umgesetzt werden würde, würde man über Fördermechanismen nachdenken. Aber das kostet alles Zeit und am Ende des Tages wird dann auch die Stadt wiederum dort mutmaßlich mit Eigenmitteln gefordert sein. Und ich hatte es so verstanden, UGG tritt an, um alles auszubauen, dann sollen sie es bitte auch tun. Verwaltung und Digitalisierung aus dem Publikum noch eine Frage? Schaut nicht so aus. Dann hake ich trotzdem noch mal ein. Möchtest Wenn Sie nicht fragen, dann rede ich einfach weiter. ich habe eben gesagt, wir wollen digitaler werden, wir wollen mehr flexibles Arbeiten ermöglichen, wir wollen möglichst viele Dienste auch digital anbieten, Dienste des Rathauses, den Bürgern digital zur Verfügung stellen. Was aber nicht heißt, dass nicht trotzdem auch der persönliche Kontakt im Rathaus weiterhin immer möglich sein muss. Weil es gibt nun mal Menschen, die das nicht digital machen können oder wollen, und demzufolge werden alle Leistungen, die natürlich digital angeboten werden, müssen auch in Präsenz vor Ort im Rathaus halt erledigt werden können. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, insbesondere für zum Beispiel unsere Senioren, aber es gibt auch junge Leute, die
nicht unbedingt der Digital Natives sind. Deswegen, das ist ein Punkt, der ist mir ziemlich wichtig. Und tatsächlich stehen wir in Korbach, glaube ich, auch in Bezug auf die Digitalisierung nicht schlecht da. In der Zeitung für Kommunalwirtschaft, das ist so, ja, die Bravo für die Energieversorgung, eigentlich fast gesagt, da stand Ende letzten Jahres drin, dass 55% der Kommunen in Deutschland keinen Digitalisierungsbeauftragten haben. 55%. Korbach hat einen, das heißt, da sind wir schon mal besser als die Hälfte aller Kommunen in Deutschland. Das ist ja auch schon mal was. Also von daher, da sind wir auf einem guten Weg. Und ich bin mir sehr sicher, dass dem Andi Brieler nicht langweilig werden wird. Jetzt bin ich fertig. Alles klar. Dann kommen wir zum letzten Thema. Finanzen, Haushalt und Wirtschaft in Korbach. Wir haben eben schon mal vor der Pause kurz über Leerstände in der Innenstadt gesprochen. Was könnte man konkret tun, um die Wirtschaft vor Ort zu fördern? Ja, zum einen ist es mir ein großes Anliegen, die Wirtschaftsförderung tatsächlich zu intensivieren. Da ist, glaube ich, die letzten Jahre nicht so besonders viel gelaufen, sage ich vorsichtig. Zumindest ist das, was ich auch zurückgekoppelt bekommen habe von verschiedenen Gewerbebetrieben. Dass wir halt im Bereich der Wirtschaftsförderung mehr ein Ohr an unsere Gewerbetreibenden, an alle, die dann auch Gewerbesteuer zahlen, mehr ein Ohr für haben müssen, um zu schauen, wo dort die Probleme sind, was wir dort für unsere Gewerbetreibenden tun können. Weil die bringen nun mal auch einen erheblichen Anteil an den Mitteln für den Haushalt auf, in Größenordnung 17 Millionen Euro durch die Gewerbesteuer, die aufkommt. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann haben wir auch darüber gesprochen, über verschiedene Punkte in den letzten 7 Themengebieten, die alle furchtbar viel Geld kosten. Und das muss natürlich auch dann irgendwo bezahlt werden. Und dann ist die Kardinalfrage oder Gretchenfrage, wo kommt das Geld her? Und das ist eine Plattitüde, die auch auf allen Verwaltungsebenen gesagt wird, man habe kein Einnahmenproblem, sondern man habe ein Ausgabenproblem. Das ist, glaube ich, auch auf kommunaler Ebene so. Ich habe eben gesagt, 17 Millionen Euro Gewerbesteuer nehmen wir ein. Wir geben aber auch 21 Millionen Euro aus an Kreis- und Schulumlage. Also Geld, was zum Landkreis geht, um die Aufgaben dort entsprechend zu erfüllen. Das ist viel, viel Geld und ich habe das ist sicherlich nicht der große Batzen, aber dennoch ist es halt ein Baustein. Das ist unter anderem die Unterstützung des Kreiskrankenhauses in Falkenberg und viele andere Dinge mehr. Und noch lange bevor ich mich dazu entschlossen habe, beziehungsweise angesprochen wurde, mir vorstellen könnte, als Bürgermeister zu kandidieren, hat mir das schon aus dem Bauch aus große Sorgen bereitet, wenn ich die permanenten Stellenanzeigen im Kreishaus auch mal aushängen sehe. Weil mir bewusst ist, dass am Ende des Tages zahlen das die nachgelagerten Verwaltungsebenen, nämlich die Kommunen über die Kreisumlage. Und das ist ein Problem, wo ich wirklich Bauchweh habe und wo es auch tatsächlich über den Hessischen Städte- und Gemeindebund aus meiner Sicht gilt, auch mit dem Landkreis mal in engen Austausch zu gehen. Wie kann man Kosten senken? Bürokratie abbauen, finde ich ein ganz wichtiger Punkt, geht mittlerweile lang auf, dann ab das Thema. Da noch mal ein Schlag aus der Vergangenheit, weil ich bin ja nun 50 Jahre alt und habe auch schon mal ein paar Legislaturen auf Bundesebene so beobachtet. Die Eltern von Ihnen kennen Herrn Stoiber, Edmund Stoiber, ehemaliger Ministerpräsident aus Bayern, wollte mal Bundeskanzler werden, war das auch eine Nacht und hat dann, nachdem man danach gezählt hat, hat man festgestellt, dass doch die anderen gewonnen haben. Der ist nach diesem Amt dann nach Brüssel gegangen im Jahr 2007. Er hat dort für 7 Jahre lang eine Arbeitsgruppe geleitet, die den Bürokratieabbau mit B vorantreiben sollte. Wiederum ironisch, sarkastisch von meiner Seite, der Mann ist grandios mit seiner Arbeitsgruppe gescheitert, weil es ist über 20 Jahre lang nicht weniger Bürokratie, sondern immer und immer und immer wieder mehr Bürokratie entstanden. Und es spielt überhaupt keine Rolle, in welchem Lebens- oder Wirtschaftsbereich das ist, ob das im Gesundheitswesen ist, wo sich das Pflegepersonal totdokumentiert, übertrieben gesagt, und für jede Stunde, die dokumentiert wird, kann nicht am Patienten gearbeitet werden, ob das in einem Wirtschaftsunternehmen ist, der Berichtswesen, Nachhaltigkeitsstrategien und Berichte erstellen muss, ob das in der Verwaltung ist,
Wir als Energieversorger sind im permanenten Berichtswesen unterwegs. Katastrophal, funktioniert überhaupt nicht. Und da ist ein kleiner Lichtblick auch wieder im Hessischen Koalitionsvertrag. Weil ich glaube ja an die Dinge, die aufgeschrieben werden. Dort steht drin, dass ein Ziel der Hessischen Landesregierung ist, Bürokratie abzubauen. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend, das sagen sie alle auch seit Jahren. Hier steht es jetzt konkreter drin, nämlich das Ziel ist am Ende der Legislatur, also wenn diese Regierungskoalition ausläuft, weniger Vorschriften zu haben als zu Beginn. Das ist ja schon mal eine starke Aussage. Darüber hinaus ist das der Leitsatz, dass man für jede Vorschrift, die man einführt, zwei streicht. Jetzt suche ich noch den einen, der die hessischen Vorschriften zählt und dann das Ganze entsprechend monitort, was zum Ende der Legislatur passiert. Also ich bin da sehr gespannt. Man hat es verstanden, das sagt man immer, aber oftmals ist es so, um eine Vorschrift zu beseitigen, schafft man zwei neue, so ist zumindest mein Gefühl. Also Riesenproblem, kostet natürlich auch wahnsinnig viel Geld, das, der ganze Bürokratismus, den wir uns in Anführungsstrichen leisten. Und ein wesentlicher Punkt ist, auch das klang in den Haushaltsberatungen diesen Jahres an, das sogenannte Konnexitätsprinzip, schönes Wort, steht im Grundgesetz, § 104a. Da steht vereinfacht gesagt, wer bestellt, muss auch bezahlen. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, im Privaten. Nur auf Bundes- und auf Landesebene funktioniert das nicht. Dort werden Recht auf Kinderplätze für unter Dreijährige festgeschrieben, dort wird Ganztagsbetreuung in der Grundschule festgeschrieben, ab 26, beginnt für die erste Klasse und dann jedes Jahr eine weitere Klasse hinzu. Wie diese Betreuungskosten am Ende des Tages abgebildet werden sollen. Am Ende des Tages tragen es die Kommunen. Ja, sie kriegen von den vorgelagerten Ebenen Kostenerstattung, die decken aber nicht die tatsächlichen Kosten. Ich habe mir tatsächlich in Vorbereitung auf unseren wunderbaren Abend hier auch die Haushaltsberichte anderer Kommunen angeschaut, die in der WLZ veröffentlicht werden. Ein Bürgermeister in einer benachbarten Kommune, Namen nenne ich nicht, 5.500 Einwohner, der sagt, durch die Kinderbetreuung haben wir Fehlbeträge von 1,5 Millionen Euro. Für eine Kommune 5.500 Euro. Jetzt mache ich einen einfachen Dreisatz, weil was anderes kann ich nicht im Kopf. Wir haben ungefähr die vierfache Einwohnerzahl. Das heißt, mit anderen Worten, muss ich davon ausgehen, das haben wir auch das Vierfache an Defizit. Ich weiß das nicht. Ich habe die Zahl nicht gefunden. Ich habe auch bei der Verwaltung nicht nachgefragt. Will nur dafür werben. Das würde bedeuten, dass wir dadurch alleine 6 Millionen Euro an nicht gedeckten Kosten haben. Und das ist Wahnsinn. Wir haben viele Kindergärten gebaut, bauen müssen, um diese Kindergartenbetreuung für unter Dreijährige darzustellen und halt auch allgemein die Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. Und auf den Kosten bleibt man teilweise sitzen ausgenommen. Das ist ein Unding. Gleiches gilt für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen. Wie man in der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen dann wiederum noch überhaupt das Personal herbeibekommt. Das hat noch gar keiner aufgelöst. Weil am Ende des Tages mag das so sein, dass wir nachher Ganztagsbetreuung in Schulen haben, uns aber die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten fehlen, weil die Ganztagsbetreuung in den Schulen besser bezahlt wird und dann fehlen uns die Leute in den Kindergärten. Also gestern oder wann kam irgendein Bericht, dass in Anführungsstrichen die aus Berlin mal aus ihrer Blase heraus mussten und dann tatsächlich mal wieder in das wirkliche Leben zurück mussten. Ich will jetzt nicht polemisch werden. Leider gelingt mir das nicht immer. Ein bisschen Malen ist leider dabei. Also wir haben, glaube ich, tatsächlich, wir haben kein Einnahmen, sondern haben ein Kostenproblem. Weil unsere Gewerbesteuereinnahmen oder Gewerbesteuerhebesätze mit 410% sind mit einer anderen Kommune im Landkreis die höchsten. Das heißt, man könnte auf die Idee kommen, dann drehen wir einfach an der Spirale. Heben die Gewerbesteuer an und damit haben wir mehr Einnahmen. Ja, das ist richtig, das können wir uns aber als Wirtschaftsstandort in Korbach wiederum nicht leisten. Also das ist eine Krux, die lässt sich auch nicht einfach auflösen. Es gibt kommunale Pflichtaufgaben, die sind zwingend, das steckt ja schon in dem Begriff Pflicht drin, von der Kommune zu erfüllen. Dazu gehört zum einen beispielsweise die Abwasserversorgung, darüber hinaus die Trägerschaft von Kindergärten und auch der Brandschutz. Daneben gibt es freiwillige Leistungen, wie die Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern, das Jugendhaus, aber auch die Sportförderung. Das sind freiwillige Leistungen,
Und grundsätzlich müssen wir aufgrund der angespannten Finanzsituation, wir haben 50 Millionen Euro Schulden circa als Stadt Korbach, müssen wir bei der angespannten Finanzsituation tatsächlich auch alle freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand stellen. Und ich gehe noch weiter, dass ich sage, auch Pflichtaufgaben, wie zum Beispiel der Brandschutz, dass man den nicht sparen kann, ist vollkommen klar. Aber auch da hat jetzt endlich mal der Landkreis als ja, Brandschutzdienststelle, sage ich mal, endlich mal auch Position bezogen. Seit Jahren erleben wir, und das haben wir auch in Korbach bei verschiedenen Feuerwehrhäusern gesehen, erleben wir eine immer weiter überbordende Anforderung an die, nicht an, an die Ausstattung unserer Feuerwehrgerätehäuser. Die müssen immer größer werden, die Abstände werden, die zu Wänden und auch zu Fahrzeugen untereinander sein müssen, die werden, eine neue Vorschrift kommt auf, da werden diese Abstände erhöht, dann passt das Auto nicht mehr in die Garage rein, dann könnte man auf die Idee kommen, es gibt da sowas wie Bestandsschutz, ist offensichtlich nicht so, sondern da muss zwingend gebaut werden. Und das treibt enorme Kosten. Wenn ich mir gerade beim Thema Feuerwehr überlege, dass wir 14 Ortsteile haben, gut, momentan nur mit 13 aktiven Feuerwehren, aber sagen wir einfach mal 14 Ortsteile, wenn ich dann verinnerliche, dass ein Funktionsbau Größenordnung vielleicht 30 Jahre genutzt werden kann, dann muss er neu gebaut werden oder grundsaniert werden. Da muss ich ungefähr alle 2 Jahre eine grundhafte Sanierung an einem Feuerwehrhaus durchführen oder ein Feuerwehrhaus neu bauen mit sehr großen Kosten. Und auch eine Nachbarkommune kann da gerade ein großes Lied von singen. Es war mehrfach in den Medien oder in der Presse, wie stark die Kosten dort aus dem Ruder gelaufen sind. Also auch da gilt es tatsächlich, auf die Vorhabenträger bzw. auf die Landesbehörden einzuwirken, dass wir da die Kirche im Dorf lassen und angemessene Anforderungen stellen und nicht die Schraube dort immer oder die Platte dort immer höher legen, dass wir immer mehr und immer neuer bauen müssen, größer bauen müssen. Das ist ein Ding. Jetzt hast du viel über Sparen gesprochen, wie ja auch in Berlin das gerade der Fall war. Gibt es denn irgendwelche Ausgaben im Haushalt, wo du sagst, nee, das können wir auf gar keinen Fall sparen, da sollten wir eben nicht den Rotstift ansetzen? Ja, zum einen natürlich die kommunalen Schließaufgaben. Das ist erstmal so, die müssen wir erbringen, weil ich die Maus keinen Faden habe. Wie man es dann macht, das muss man tatsächlich sehen. Also, ich habe eben jetzt lange zu Brandschutz als Beispiel ausgeführt. Da können wir nicht dran sparen. Das haben auch die Stadtvororte in der Vergangenheit nie gemacht. Das ist auch richtig so. Wir haben mit über 400 Einsatzkräften in der Großgemeinde Korbach und 120 Jugend Feuerwehrleuten, die größte Feuerwehr im Landkreis. Wahnsinnig leistungsfähig, gerade Korbach ist landkreisweit in schöner Regelmäßigkeit unterwegs. Also am Brand kann ich per se nicht sparen. Das Einzige, was ich da sehe, wo man sparen kann, ist tatsächlich, dass man auch die Landesbehörde einwirkt, auf diesen sogenannten technischen Prüfdienst, der dann die Mängellisten schreibt, dass man sagt, Mensch, lasst mal bitte irgendwann mal die Kirche im Dorf. Also der konkrete Zeitungsbericht dort. In der WLZ, da ging es um das Feuerwehrhaus Schmiddinghausen, glaube ich, wo halt der erste Kreisbeigeordnete dann zu Recht mal darauf hingewiesen hat, das ist jetzt mal, irgendwann muss auch mal gut sein. Ein weiterer Punkt, wo ich nicht sehe, dass man sparen kann, tatsächlich ist es bei Entschuldigung, das ist bei den Kindern, ja, bei den Kindern. Mit Blick auf die Uhr würde ich noch mal kurz öffnen für eine abschließende Fragerunde. Gibt es zu dem Thema oder vielleicht auch zu anderen Themen, die heute hier besprochen wurden, noch Fragen? Ich habe noch eine Frage, aber gerne. Nicht zu dem Thema. Und zwar habe ich seit im vergangenen Jahr... Könnten Sie, tut es mir gefallen, nehmen Sie das Mikro oder ja, ich komme zu Ihnen. Im vergangenen Jahr habe ich mit dem jungen Mann leider bisher nur in der Grundschule am Insertur 3-mal im Jahr Müll aufgesammelt. Wir haben natürlich, wenn man Kinder... Nein. Schüler am Insertur. Ja, Sie sagten, Sie hätten mit mir Müll aufgesammelt. Nein, mit dem jungen Mann. Mit dem jungen Mann. Ja. Ach, das war ich nicht. Tut mir leid. Jedenfalls,
Wenn Sie dann so Zweit- bis Viertklässler haben, 20 Kinder, kann man natürlich nicht durch die ganze Innenstadt gehen, ist vollkommen klar. Wir haben dann so in anderthalb Stunden vielleicht ein Drittel oder ein Viertel geschafft. Und die Kinder waren erst begeistert und machen das auch wunderbar mit. Also die werden gar keinen Müll mehr hinschmeißen, da bin ich ganz sicher. Aber wenn man dann jedes Mal über 1500 Kippen alleine findet und die Regel ist eindeutig so, dass eine Kippe 40 bis 60 Liter, je nachdem an welcher Quelle Sie suchen, 40 bis 60 Liter Trinkwasser schlecht gemacht werden, dann muss ich da was tun. Jetzt haben wir ja in der Theorie in Korbach durchaus schon was erreicht. Es gibt ja die Schilder, dass wenn man eine Kippe hinschmeißt, man 50 Euro zahlen muss. Es ist bloß, so hat mir jemand von der Stadt gesagt, das ist outgesourced worden in ein anderes Unternehmen und die kommen zweimal die Woche, ich glaube mittwochs und freitags war das, an Nachmittagen. Das ist aber nicht die Zeit, wo die meisten Kippen hingeschmissen werden, das ist am Wochenende. Und da müsste man irgendwas tun und wenn die Mitarbeiter dann die Hälfte dieses Geldes für sich alleine behalten dürfen. Ich nehme mal an, die würden samstagabends rumlaufen und aufpassen und würden 10 Leute finden, die Kippen hinschmeißen. Das wären 500 Euro, die sie dann einkassieren könnten. Und 250 würden sie dafür alleine kriegen. Das wäre nicht so schlecht. Auf jeden Fall, wenn man bei jedem Mal 1500 und mehr Kippen findet, und das ist wie gesagt nur ein Viertel der Innenstadt, dann ist das einfach zu viel. Und ich rede jetzt nicht von anderen Dingen, die bei der Kubach und so weiter alles hingeschmissen werden. Ich weiß, dass diese Schüler absolut begeistert sind, die konnte man kaum bremsen, aber es ist halt bisher nur eine Grundschule. Stellen Sie doch mal eine schöne Frage. Ja, gut. Meine Frage wäre, was würden Sie als Bürgermeister tun, damit deutlich weniger Müll einfach ewig in der Landschaft jetzt in Gänsefüßchen gesagt, in Korbach rumliegt? Das ist eine gute Frage, weil das ist ein gesellschaftliches Problem. Das hat was mit Erziehung zu tun. Richtig. Jetzt kann der Bürgermeister relativ schlecht in jeden Haushalt gehen und den Bürgern erklären, schmeißt eure Müll in die Mülltonne. Das ist erstmal, glaube ich, das wird nicht funktionieren. Man kann nur an die Vernunft der Leute ein, das ist das eine, appellieren. Ich habe da tatsächlich bei der Vernunft von Leuten auch oftmals meine Fragezeichen, das gebe ich auch offen zu. Ja, tatsächlich stelle ich mir vor, wenn wir es denn schaffen sollten, dass wir mehr Präsenz vom Ordnungsamt oder Ähnlichem, wenn wir da eine Präsenz schaffen könnten, wird zwangsläufig so etwas halt auch weniger sein. Das ist momentan das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Gegebenenfalls macht es auch Sinn, an der einen oder anderen Stelle noch, wenn Sie neuralgische Punkte haben, geben Sie das doch bitte gerne an die Stadtverwaltung. Gegebenenfalls macht das Sinn, noch weitere Papierkörbe aufzustellen. Ob das da was nützt, muss man tatsächlich sehen. Die Papierkörbe nützen nichts. Wenn man genau hinguckt in Korbach, dann sind die Flaschen, die rumliegen und die Papiere von McDonalds und wer weiß was, die liegen manchmal nur 3 Meter neben dem Papierkorb. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute Abend. Ich glaube, das ist ein Abend gewesen, der uns alle ein bisschen näher gebracht hat. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank von meiner Seite. Stefan, ich überlasse dir nochmal das letzte Wort. Ja, herzlichen Dank. Also Nadine weiß, dass ich sehr, sehr gerne das letzte Wort habe. Und das mache ich natürlich heute Abend auch. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das habe ich am Anfang schon gesagt und das meine ich ernst. Vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Wahl ist erst am 9.6. Warum steht es? Das hört sich noch furchtbar lang an. Tatsächlich sind das aber nur noch 143 Tage, ich habe es eben nachgerechnet. 143 Tage, das sind 20 Wochen und 3 Tage oder 286, wenn man Zähne putzen, wenn man so Zähne putzt, wie ich sie putze. Also das ist nicht mehr lang. Und deswegen habe ich 2 Bitten an Sie. Bitte gehen Sie zur Wahl. Der 9.6. ist zum einen Bürgermeisterwahl, da komme ich gleich zu, aber zum anderen auch Europawahl. Bitte gehen Sie zur Wahl und geben Sie bei der Wahl Ihre Stimme ab. Für ein starkes, tolerantes Europa. Bitte. Das ist alles. Der zweite Punkt ist nicht ganz so selbstlos. Bitte gehen Sie zur Bürgermeisterwahl und wählen Sie mich.
Und sagen Sie das Ihren Freunden, Bekannten, Verwandten. Dankeschön. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage an Sie. Wie steht es beim Handball? Bitte? FC Halbzeit. Für wen? Für Deutschland. Ja, für wen? Oh.